Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt Framed 2. Wir haben den ersten Teil schon gespielt und der war auch lustig, ne? Ist so ein kleines Taktik-Game gewesen. Kostet allerdings das Spiel Framed 2, kostet 5,49 € im Play Store. Anhand dieses Preises tatsächlich würde ich grundsätzlich erstmal sagen, puh, also da muss man schon ziemlich viel Content bekommen und es muss ziemlich viel bieten, damit ich 5,49 € ausgebe. Und ich habe den ersten Teil schon kenne von Framed und ich denke nicht, dass Framed 2 großartig anders sein wird, würde ich sagen, gucken wir mal. Aber ich würde erstmal sagen, schwierig. Das ist eine Sonnenbrille. Oh, die ziehen wir uns jetzt rein. Aber wir müssen also die Bilder in der richtigen Reihenfolge anordnen, damit der Ablauf einen Sinn ergibt, ohne dass wir entdeckt werden. Ja, das ist wichtig. Jetzt habe ich gerade die Sonnenbrille reingezogen und ist dann weitergelaufen. Und jemand kommt jetzt hinterher. Eine Frau mit einem Hut. Die jagt uns. So, wo gehen wir jetzt zuerst hin? Die Frau kommt jetzt hinterher. Achso, das ist der automatische Ablauf, okay. Das ist natürlich falsch, weil er nach unten fällt, ist richtig. Ja, wir müssen es einmal tauschen, damit er, wenn er nämlich hier hinten lang läuft, hier hinten an der Mauer lang läuft und erst dann nach vorne kommt, um hier weiterzulaufen. Let's go. Man kann ja auch während es noch aktiv ist, achso, das hätte ich auch gerade machen können, das ist wahrscheinlich der Sinn gewesen. Man kann währenddessen die Porträts noch verschieben, aber nur die, die noch nicht genutzt wurden. Das ist also egal, ob du dich vorbereitest oder es im Nachgang machst, nur wenn es halt im Nachgang auffällt, dann kann man das machen. So, das geht dann nach oben. Das ist nicht gut. Tauschen wir das mal, würde ich sagen. Nee, es passt alles nicht. Zurück. So, wo kommt er denn dann hoch? So, ne? Let's go. Naja, er läuft hier unten lang. Denke ich, hier, oder? Hier, hier, hier. Ach, das geht auch, ja? Okay, das ist in Ordnung. Ich dachte, er würde vielleicht runterfallen. Verfolgt. Interessant, dass wir verfolgt werden. Gab es im letzten Teil nicht. Da wurden wir mussten den Polizisten ausweichen, weil wir irgendwas gestohlen hatten, glaube ich. Und jetzt werden wir einfach verfolgt von jemandem. Sehr interessant. Das letzte Bild kann man meistens nicht verschieben. Das erste und das letzte Bild sind fest. Seht man auch immer, ohne schwarzen Rahmen können wir nichts. Wir müssen also unten am Ende sein. Okay, alles klar. Dann vertauschen wir das hier. Ne, es geht auch nicht. Dann war es so, wie es am Anfang richtig gewesen ist. Tatsächlich richtig gewesen. Aber ich hätte gedacht, okay, wenn wir runterfahren, wäre es halt doof. Aber ist richtig, ne? Dann laufen wir hier die Treppe hoch. Na, hier kommen wir runter, hier laufen wir dann rüber und gehen die Treppe hoch, die Leiter hoch und dann ist es immer noch falsch, weil ich muss unten lang laufen. So. Kriegen wir es jetzt aber mal hin? Wir müssen nämlich unten. Na, wir müssen unten bleiben. So, na, jetzt laufen wir unten lang. Kommen wir nicht nach oben, weil keine Leiter da ist. Schauen uns um. Jetzt auf das letzte Bild habe ich jetzt gar nicht geachtet. Dachte ich mir, ja, kannst eh nichts beeinflussen. Aber tatsächlich doch, kann man beeinflussen. Ist auch wichtig. Und sie folgt uns weiter? Nö. Auf dem letzten Bild haben wir sie gar nicht gesehen. Da ist ein Hammer-Axt. Was ist das? Ist ein Hammer, ja. So. Also, da müssen wir sagen, dass ich irgendwas machen soll, würde ich einfach nur mal switchen. Ah, erstmal haben wir das Schloss gebrochen. Okay, scheinbar scheint es nicht zu funktionieren. Hä? Oh ja, jetzt nicht gerafft, tatsächlich. Die Mechanik habe ich gerade tatsächlich noch nicht verstanden. So, wir sind hier, laufen da oben lang, laufen da lang, laufen da lang. Kennt ihr den Polizisten? Ich glaube, wir müssen so bleiben, ne? Wir laufen. Oh. Oh, oh. Oh, der hat mich. Der hat mich. Der hat mich.
Kann man die echt jederzeit umswitchen dann oder wie? Ist ja interessant. Also es bringt mir tatsächlich nichts, weil ich den Hund nicht abschütteln kann. Achso, warte, jetzt muss ich hier hin, weil ich mir das Rad nehmen muss. So, und jetzt switchen wir hier hin. Oh. Okay, der Hund hat mich. Aber es war nicht verkehrt tatsächlich. Aber ich weiß halt nicht, der Hund ist viel zu schnell. What the fuck? Ich meine, wie schnell der ist. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Dahin bringt nichts, er ist viel zu schnell. What the fuck, Alter, was ist da los? Der bringt kriegt mich da. Das funktioniert und das geht auch nicht. Achso, wir müssen. Nee, hä? Geht ja eben nicht, weil ich muss zum Kackfahrrad. Kann diese dämliche verdreckte Kacks-Dreck-Fakthöhle einfach mal da bleiben? Klingt aber auch nicht, ist aber zu lang der Weg, oder? Es gibt hier nicht viele Möglichkeiten. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Hä? Du verkackte Dreckshöhle. Leih deinen Scheißhund an, du Bimbo, ey. Ja, ich muss halt irgendwie nach unten, ne? Das wäre halt schön, wenn ich halt direkt unten wäre, aber der einzige Möglichkeit ist ja das hier zu machen. Die sich um ihre Runde nicht kümmern. Bleiben wir mal so, ne? Lass mal erstmal so. Wusch. Ah. Okay, kann man drehen. Ist auch ein neues Element auf jeden Fall. Hui! Piranhas können mich nicht auffressen. Ja, okay. Meistens mache ich es ja auch von hinten, ne? Das heißt, wir müssen von da kommen. Von da ist richtig, wir müssen also eigentlich hier unten reinlaufen, ne? Ach, das geht gar nicht. Okay, wir müssen, alles klar. Kann man die auch so ver-? Kann man leider auch, ja. Boah, es sind ein bisschen viele gerade.
zäume das Pferd dann immer von hinten auf, ne? Also ich versuche halt hier von rückwärts, aber das geht halt überhaupt nicht. No way. Müssen wir von unten, das ist okay, fahren wir hier hoch. Das heißt, um das machen zu können, müssen wir, wir können mal wieder noch hier umsetzen, ist auch in Ordnung, müssen aber von unten kommen. Das können wir nicht drehen. Das können wir auch tatsächlich nur da lassen. Dann würden wir direkt gegen ihn fahren, das funktioniert also nicht. Das Einzige, wo wir gegen ihn fahren können, ist der hier. Das funktioniert. Ja, das geht. So, das heißt, wir müssen von da kommen, das ist okay. Da kommen. Auf jeden Fall ein kleines Rätselspielchen, definitiv. Aber wie gesagt, für 5,50 Euro, 5,50 Euro ist viel Geld für eine App, ne? Ist wirklich viel Geld. Noch weiter, ja. Okay, tauschen wir das einfach nochmal. Und bringen wir was anderes. Weil das ist, glaube ich, der richtige Weg. Das könnte es tatsächlich sein. Na, Katze wird vorgescheucht. Scheucht die Hühner weg. Polizist abgelenkt. Katze läuft weiter auf der Mauer. Hund rennt hinterher. Ja. Die Katze, die da oben auf dem. Boah, ich hab keine Ahnung. Ja, wenn man noch ein bisschen grübelt, kommt man sicherlich dahinter. Aber das, meine lieben Freunde. War es gewesen, angespielt zu Framed 2. Wie gesagt, kostet 5,49 Euro im Play Store. Kann man sich gerne mal angucken, wenn man möchte. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein schönes Game auf jeden Fall. Kleines Rätselgame. Und ja,
Dann bis zur nächsten Folge bei Angespielt. Ciao, Leute!